Yo, 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 servus, mein Name ist Selectin und ich darf euch willkommen heißen zum MDL-Finale der Season 5 zwischen den, ich weiß gar nicht, die Teamnamen, die namenlosen Hurenbacker steht da, oder? Und Nico hat irgendwas mit Dragon Knights, Dancing Dragon Knights, irgend sowas. Ja, Ultimate Bro und er ist Kaniko, er ist C. Wir sind richtig gut vorbereitet. Aber ja, Season 5, das können wir auch, wenn wir auf einmal spielen. Aber Season 5 hat uns allen gut gefallen. Ist das noch so der würdige Abschluss? War richtig OP, okay, die Season, ja. Okay, gucken wir kurz die Teams an. Wir haben hier Snebona, Rose, Raid, Turtok, Flunschlik, Solgaleo, Pyroleo und Dragoran gegen Calamanero, Scollybeat, Qun, Entei, Sundaris und Mega Mobile. Heat? So, was haben wir für einen Favoriten? Wir halten zu Ultimate, ne? Ja, ich bin für Ultimate. Also, wenn der kleine Nico gewinnt, dann bin ich nächste Season nicht dabei. ihr habt zuerst gehört auf ES Channel. Jedenfalls soll es Trivia. Hä, wie? Hab mir noch nichts überlegt. Was labert der? Nico ist das erste Mal in den Playoffs, glaube ich, seit Season 3 dabei und Ultimate war in Season 1 Vierter, in Season 2 Playoffs, Season 3 nicht dabei, Season 4 nicht Playoffs und jetzt auch wieder mal in den Playoffs, beziehungsweise im Finale. Wir sind Scully Heat gegen... Oh Mann! Warum hat Ultimate keine Rock Removal und drei Rock schwächende Huren? Ja, auf jeden Fall kommen jetzt die Rocks ziemlich sicher, würde ich mal sagen. Ja, ist doch jetzt easy. Und Ultimate wird auch für Spikes gehen, oder? Nee, ich möchte ganz. Ja, ich würde Spikes legen, wenn ich hier wäre. Aber Turtok. Ist das eigentlich Mega Turtok? Schon, ne? Ja, ist mega. Bin jetzt mal gespannt. Was sind eigentlich die Z-User? Calamanero und Dragoran. Ich weiß nicht, ob das bei Ultimate der zweite Z-User ist. Hö, wo ist eigentlich Lando Ai? Mhm. Och, die Matches mit Nico, der braucht immer 100 Jahre pro Turn. Ja. Okay, weißt du, ich call schon mal den Z-Move auf Weeball. Z-Schaufler. Um Morwell zu killen. Trust. Auch wenn es wahrscheinlich falsch ist, aber es würde ich spielen. Oder einfach Choice Ben. Ich werde auf jeden Fall nicht cutten, nur weil Nico 50.000 Jahre braucht für einen Move. Erstmal Nublo. Wie brauchst du Rocks zu klicken? Ja, Ele, lass mal Random Battles laufen. Ich muss ja ein Screen aufnehmen. Echt eine Challenge gestickt hast. Ich kann auch Lonnie eine Einladung schicken. Ja, spiel mal mit Lonnie. Also bei Nico war jemand, das heißt, er wird geheißt. Aber dann wird Nico ja geghostet. Wo macht das so viel Damage? Warum drückt er nicht Scald? Warum drückt deine T-Spikes? Ja, okay, ist auch so geil. Safe Rock drücken dauert eine halbe Stunde. Heat!
So, und jetzt? Ich meine, der darf doch Bad & Bass spielen, oder? Das haben wir erlaubt. Ja, ja, darf er. Oh, come on. In was soll der denn passen? Wer wird denn jetzt schon gewinnen? Sandy? Oh, keine Ahnung. Und was macht er jetzt? Jetzt spammt er Superpower, oder was? Er könnte ihn... Calamanero wäre auf jeden Fall eine Option. Ich glaube, Q nimmt Dings noch nicht raus, schätze ich mal. Sandy? Hü? Hat der Zed Grassnott oder so? Als ob Zed Grassnott reicht. Bei was will Flunstick auf der anderen Seite machen? Das Flunstick ist Hurenbalk hier auf beiden Seiten. Das Ding ist, ich würde an Nikos Stelle würde ich einfach drin bleiben. Wenn er Blood drückt, Nico geht eben D-Night Revenge, wenn er Choice Bandit hat, wahrscheinlich. Ja. Na dann. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, was broken wird. Ja, wir wissen noch nicht mal, was broken ist in der neuen... hier, was mit Ultra Sun Moon, was da broken wird. Kann ja sein, dass irgendwelche Tutoren irgendwelche Monster richtig OP machen. Das müssen wir erst noch checken. Bevor wir draften. Mir gefällt dass das MDL-Finale in eine Mutterdiskussion hier. Wenn man Spectators enabled, dann kann man selbst nicht kommentieren. Wow. Genau deswegen habe ich gefragt, was er mit diesem Scheißmon will. Das tut halt noch immer nicht. Dafür brauchst du eine Stunde. Wieso hat er überhaupt Chef Thunders reingeholt? Ich hätte auch ihr... Mann! Hä? Jetzt ist es tot? War noch nicht, aber bald. Jetzt kommt halt D-Night rein oder Snibuna oder Pyroleo ist glaube ich auch schneller, ne? Ich würde in D-Night gehen, einfach nur damit du Hazards Damage vermeiden kannst und er hat nicht so viel, was er gegen D-Night easy reinholen kann. D-Night nicht sogar ein Free DD? D-Night gewinnt halt einfach, wenn er das gut spielt. Ultimate, glaube ich, verliert das. Ja, gegen D-Night müsste er Intimidate shuffeln, vielleicht ein bisschen. Ja. Werden wir dann schon sehen. Aber Nico auf jeden Fall vorne, glaube ich. Ist gut möglich, Lonnie, ja. Habt ihr einen Fehler? Oh Mann. Jetzt sagt er gleich, ich hab aus Versehen. So. Wer died? Achtung, watch this Fist of Pyro. Ja, das tut doch kränken, oder? Was? Jonas! Hallo! Oh shit. Warum? Achso, ja, Sucker Punch tutet. Außer jetzt kommt Sub. Ja, ich wusste es, Mann! Mann! Junior. Oh, das hat gut jetzt gespielt. Drück mit Q und Sub! Oder Karma, ja, okay, aber ich hätte Sub gedrückt.
Boah, wenn er jetzt abdrückt, ist eine Legende. Hat Roserit Clearsmog? Nee. Hat Turtok Haze? Nö. Nee. Aber Roar. Nee. Doch, Rangdeer hat's auch. Drück jetzt mal Sub mit deinem dummen Key. Jetzt kommst du halt, glaube ich, echt auf D-Knight gegen. Ja, er spielt immer Restore. Also fast immer. Jetzt geht der für Power so. Power 5, ja. War schon gut auf der, ja. Ja, wenn jetzt. So, jetzt Lex Leafstone. Ihr könnt der Z-T-Punch haben. Hat man auf Weaver eigentlich schon ein Item gesehen? Ich hab das jetzt nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube, das hat. Ice Shard. Also, es hat. Ist entweder. Es ist auf jeden Fall nicht Life Orb. Okay, mehr wissen wir nicht. Ich kann mir echt vorstellen, dass er... ZT-Punch sieht clean darum aus. Was sagst du, Ele? ZT-Punch auf D-Knight. Entweder ZT-Punch auf D-Knight oder aber Z-Schaufel auf Stibone. Hätte auch, wenn er... Ja, wenn er Stacks Leafstorm hat, tötet er. Aber auch nur dann, denke ich. Jetzt kommt Z-Blattgeißel oder so. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er Sleep Powder drückt. Hä? Ja gut, dann war's das jetzt. GG, it's Q. Mann, was macht der denn? Sleep Talk? Ja. Mann! Ist der Bandit? Ist doch egal, jetzt kann er resten, bis der andere confused ist. Ja. Ich habe mir das Finale ein bisschen spannender erhofft. Wo wie er crittet, wenn du nicht rest gedrückt hast, bist du. Ich kann nicht rest! Nein! Oh, das reicht aber trotzdem, glaube ich. Wenn er durchkommt. Ah, doch nicht. Schade. Wow, richtig hohes Niveau hier. Jetzt kommt Psycho plus Roserade. Nee, oh. Ich skip mal Turns. Wahrscheinlich ist eh schon vorbei. Nee, noch nicht. Wow, hat 22. Er spielt aber auch hier mit dem Feuer, wenn er die ganze Zeit restet. Psycho Plus heißt doch... Ah nein, ist das Psy... Nee. Psych Shift? Wie heißt Psycho Plus so schnell? Psych Up, glaube ich, ne? Ja, das war's, oder? Ja, Suikun gewinnt wow. Die MDL. Ich habe glaube ich noch nie so eine schlechte Tune Prep gesehen. Mhm. Bitte hab Mirror Code, damit das Ding wenigstens noch died. Raw. Ja, Lonnie, sag's nochmal. Ja. Nee, er flincht lieber. Die gute Prep. Ultimate der Uhren war ja ein spannendes Spiel. Ja, auch nur deswegen, weil er nicht auf Rest drückt. No. Und er quittet zurück. Wow. Lynch. Hä? Ist die Wunde auch schon geburnt? Ich verstehe nicht, warum er nicht die ganze Zeit restet. Ich meine, es ist im Endeffekt jetzt egal, aber... Choice Bandit, Weaver killed aus der Range. Just saying. Ja, und dann gewinnt Flunkiefer.
Außer er hat noch Choice Bandit Schaufler. Ja, dann gewinnt Entei. Nee, aber ich glaube, wenn er Schaufler spielt, dann Z tatsächlich. Hä, hey, warum denn Psycup Uniclus? Das kann man einfach mit Carmine und Psyshock spielen. Gewinnt doch gegen... Ja, wobei, nee, stimmt gar nicht. Kino kann auch überraschen. Richtig spannendes Match, ja. Mhm. Weißt du noch, Lonnie, als wir im Finale waren, das war noch ein gutes Finale. Ja, da hat ein Triple Switch das Match entschieden, nicht keine Prep gemischt. Nice sophisticated Triple Switch. Ja, aber schon richtig gut. Ich würde an der Stelle nochmal ganz gerne sagen, wie broken Mega Medicham ist. Er hat den Z-Move? Schau, ich sag mal, Herr Z-Schaufler, das war so obvious, Mann. Und Quentin so, ja. Geht so gegen Ruhe und Q und Prep. Oh Mann, Alter, die Mädels soll hinmachen. Nee, da geht jetzt auf plus 6. Ja, danke. Gut, damit ist die Ultimate Pro der Champion von MDL Season 5. Und ich hab keinen Bock mehr, ich bin raus, haut da rein. Servus.